Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und der Hund begrüßt euch auch schon. WTF, toller Anfang. Beim letzten Part ist ja die Aufnahme am Ende abgekackt, aber ich weiß ausnahmsweise sogar noch, was ich machen wollte. Ich halte nämlich hier ganz viel Redstone im Inventar, um mir so eine Redstone-Tür zu bauen. Beziehungsweise vielleicht sogar zwei, je nachdem, ob das dahin passt. Ich weiß es ja noch nicht. Und ja, das werde ich jetzt direkt mal tun. Und diesmal werde ich auch ein bisschen über nochmal Themen reden. Geiler Satz, schon wieder total toller Satz bauen so. Nochmal ein bisschen über Themen reden. Ich gucke auch mal, mein Headset ist ein bisschen lauter eingestellt, bei meinen eigenen Videos vorbei und guck da, was ich für Kommentare geschrieben habe, weil in letzter Zeit schreibt ihr eigentlich recht oft, ja, Fragen und so, die ich mir gerne beantworten würde. Und ich fange einfach mit der ersten an. Da hat jemand geschrieben, ich sage ja oft, dass ich mehrere Parts hintereinander aufnehme. Und da hat jemand gefragt, ob ich dann nicht einfach mal zum Beispiel jeden 10. Part doppelt so lang machen könnte. Heißt, eine halbe Stunde oder so. Das würden jetzt vielleicht viele von euch, wahrscheinlich sogar die meisten oder fast jeder, recht gut finden. Aber ich finde das eigentlich ein bisschen übertrieben, denn, ja, keine Ahnung, ich finde 15 Minuten sind schon, eigentlich, ist eigentlich schon eine lange Zeit. Und ich denke nicht, dass das jetzt unbedingt nötig ist, noch längere Parts hochzuladen. Dafür gibt es ja auch die Specials. Oder hier klappt sogar wirklich mit der Tür. Denn ich weiß es nicht. Ich finde, das ist ein bisschen übertrieben so lange. Und warum habe ich eigentlich nur so wenig Türen dabei? Bin ich dumm? Oh, ich habe ja... Naja, viele nicht, aber egal. Dafür gibt es ja die Specials. Und ich finde das eigentlich ein bisschen unnötig und übertrieben. Sieht halt so gut aus? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Geht die überhaupt die Tür? Nicht, dass die gleich auch abbricht, wenn ich da irgendwie... Aber die geht sogar. Cool. Ja, doch, finde ich geht. Natürlich wird jetzt wieder Nacht, wie immer, aber... Da ich in dem Haus hier drin bin, sollte das eigentlich kein Problem sein. Und ich sehe schon, ich habe direkt die Pistons vergessen, ne? Oh, das war immer wieder klar. Typisch Annulus Meal, alles dabei, bis auf das, was man braucht. Also, ja, wie gesagt, die Specials werden natürlich immer ein bisschen länger sein. Ich bin immer noch verwirrt, wenn ich von der Seite angerannt komme. Aber sonst finde ich das eigentlich recht unnötig, keine Ahnung. Das ist ein bisschen sehr übertrieben, also muss ich nicht unbedingt haben. Zumal, es gibt ja auch Leute, die nicht die ganze Zeit, nur die Videos gucken und die dann auch ein bisschen, was weiß ich, Zeit für was anderes haben wollen. Und wenn dann ein Video 30 Minuten lang ist und die das nicht verpassen wollen, dann sind die ja praktisch dazu gezwungen, da zu gucken. Und ja, das ist jetzt nicht gerade so geil. Also, jetzt die Frage, wo sind die scheiß Pistons, ne? Da sind Slimeballs, habe ich nur 6 Stück, okay, ich bin arm. Ich hab doch Pistons mit Gold, bin ich blöd? Warum vergesse ich denn so was? Was ist das für eine Pistentür? Das Wichtigste, was man braucht, vergesse ich. Oh, hier sind noch. Ich habe keine normalen Pistons. Wie braucht man nochmal Pistons? Oh Gott. Pistons, 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 Piston, Pistons, Pistons. Keine Ahnung. So. Da. Übrigens nicht wundern, falls ihr zwischendurch jetzt im Hintergrund so ekelhafte random Geräusche hört, wie zum Beispiel sterbende kleine Kinder oder... Was weiß ich, Vögel, die gegen Fenster klatschen. Denn ich habe mal ausnahmsweise das Fenster offen gelassen. Sonst mache ich das normalerweise immer zu, was nicht gerade so geil ist, gerade bei dem Wetter jetzt, weil es ist recht warm, obwohl draußen irgendwie total scheiße aussieht. Und wenn ich während ich rede, kann ich es auch nicht craften, wie man vielleicht merkt. Da. Okay, Eisen, Cobblestone, Redstone und Holz. Holz, Cobblestone und Redstone habe ich, jetzt brauche ich noch Eisen. Ja, ich habe das mal offen gelassen, weil es ist relativ warm. Sonst mache ich das halt immer zu, damit man keine Hintergrundgeräusche hört. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wenn ich Fenster aufmache, dass man ein stärkeres Rauschen hört. Keine Ahnung. Dann wird es am Ende eh rausgefiltert, aber naja. So, und ich habe immer noch kein Video gemacht, wie ich aufnehme. Ich verspreche immer 1000 Sachen und dann mache ich die eh nie. Ich werde das schon machen, aber ich weiß noch nicht wann. Ich werde das machen, aber ich weiß noch nicht wann. Vielleicht in 10 Jahren. Gut, ich habe 2 Pistons, das heißt, ich brauche noch 4, höchstens. Kann man das hier machen? Ah ja. So, 6 dürften reichen. Mehr brauche ich auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Die normalen Pistons können dann weg. Die Slimeballs können... Nein, die Slimeballs können wieder weg. Das Eisen kann auch weg. Da. Oh. Ich habe gar keins mehr übrig. Stimmt. Blöd. Warum habe ich eigentlich so viele Sticks dabei? Die brauche ich auch nicht. Egal. Tun wir die mal weg, ne? Sticks. Sticks. Die brauche ich bestimmt eh für irgendwas. Und habe ich jetzt vergessen. Redstone-Fackeln könnte ich einen mehr brauchen. Dann machen wir noch ein paar Redstone-Fackeln. Wo auch immer die sind. Da. Nö. Stimmt. Bei Redstone ist ja irgendwie logisch, ne?
20 dürften reichen, hoffentlich. Keine Ahnung, was weiß ich. Hab schon so lange keine Pistentür mehr gebaut. Glas habe ich auch dabei, da brauche ich ja auch höchstens 12 von. Und ich renne schon wieder falsch rum, ich gehe jetzt erstmal pennen. So. Und ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen von wegen, wie das denn aussieht, das Haus und so. Die meisten finden es eigentlich gut, sind positiv überrascht. Ich klicke mal kurz das nächste Video an. Da hat auch zum Beispiel auch einer geschrieben, dass das Haus gut aussieht, vor allem wenn erstmal ein Dach drauf ist. Oh, da hat einer gefragt, wie lange dauert ein Upload von dir? Ich kann mal sagen, ich habe, wo ich angefangen habe zu Let's Playen, weniger als eine Tausenderleitung gehabt, also weniger als, ja, Tausender, ist das Download? Keine Ahnung, ich kenne mich irgendwie mit so Sachen nicht so ganz aus. Aber der Upload ist ja nicht, also das sind ja nicht die 1000, sondern der Upload war dann, was weiß ich, ich will nicht wissen. Auf jeden Fall hat dann ein Video 15 Minuten oder so, oder nee, das waren glaube ich nur 10 Minuten, wie ich damals hochgeladen habe, hat tatsächlich irgendwie 2 bis 3 Stunden gedauert. Und das hat so lange gedauert. Und vielleicht werden irgendwelche Leute von euch auch so ein gameliges Kack-Internet haben und ja, dann die Videos die ganze Zeit in einer Scheißqualität gucken. Und ja, oder so wie ich damals das Video anmachen, dann irgendwie, keine Ahnung, irgendein Spiel spielen und so und dann 10 Stunden warten bis, ja, jetzt klingelt ein Timer, ey. Ich habe viel zu viel Timer-Rass. Und dann, ja, ganz lange warten, bis das Video geladen hat und das Video sich dann angucken und sich dann übelst aufregen, wenn dann irgendwie, wenn man dann aus Versehen irgendeinen falschen Knopf drückt und dann das ganze Video wieder neu laden muss. Denn ich musste echt so lange warten, bis das Video geladen war. Damals. Also ich hatte eine Tausenderleitung. Ihr wisst, wenn ihr sowas habt, wie scheiße das ist, gerade wenn man Videos hochlädt und wenn man wirklich jeden Tag ein Video hochgeladen hat, weil ich habe schon damals jeden Tag ein Video hochgeladen. Heute sind ja 3. Und das war ziemlich scheiße, zumal das unmöglich war, sich dann an einen richtigen Upload-Plan zu halten, weil mit so vielen Stunden Hochladezeit konnte man nicht planen, wann das, ja, freigegeben werden soll. Ich bin gerade überlegen, ob ich wieder irgendwas vergessen habe. Den Weg könnte ich noch weiter bauen, aber das, ach komm, das mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt erst mit Pistentür, das ist interessanter. Gerade zu sehen, wie ich da extrem rumfehle. Ja, also, das war ziemlich scheiße. Und ich habe aber trotzdem halt jeden Tag versucht, ein Video hochzuladen. Manchmal hat halt nicht geklappt, weil ich irgendwie, keine Ahnung, weil irgendwas gefailt war. Da passiert ja jetzt auch noch öfters leider. Öfters leider, genau. Warte mal, war ein richtiger Satz, oder? Öfters ist öfters ein Wort. Ich weiß es nicht, ich glaube schon. So, das habe ich schon mal gut hingekriegt, ne? Oh! Ich brauche ja 6 Pistons für eine Tür. Hä? Wie kann man so dumm sein, ne? Wie kann man so dumm sein? Und ja, dann habe ich danach, haben wir eine bessere Internetleitung gekriegt. Das war dann, glaube ich, eine 6000er, die war, oder? Ne, ich glaube, danach haben wir, wir hatten eigentlich eine 6000er Internetleitung, haben auch für 6000 bezahlt, haben aber nur 1000, beziehungsweise sogar noch weniger als 1000 gekriegt, weil irgendwas in dem Dorf hier scheiße ist. Ich weiß nicht was, aber irgendwas war scheiße. Und dann haben wir den Vertrag da gekündigt, haben uns eine 16.000er geholt, die aber irgendwie auch nicht richtig funktioniert hat. Da haben wir, boah, das hat so lange gedauert. Dann hatten wir auch mehrere Monate gar kein richtiges Internet, das ist zwischendurch immer abgekackt. Ein paar Wochen hatten wir, glaube ich, sogar gar kein Internet. Und jetzt habe ich eine 50.000er Leitung, die zwar auch nicht immer ganz so funktioniert, weil wir wohnen halt auf dem Dorf, da kann man das nicht garantieren. Und da kackt das immer rum, was mache ich hier? Und ja, aber trotzdem, das ist richtig gut, denn der Upload dauert jetzt nur noch so meistens ein Video 10 Minuten höchstens. Nee, weniger. 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie gut das Internet ist. Also so ein 15 Minuten Video. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch nie ein wirklich längeres Video hochgeladen, außer halt das Special mit Geh mal lesen Video. Das hat ja eine Stunde gedauert. Das ging aber auch total schnell, also das war kein Problem. Ich brauche nochmal 6. Gut, ich habe, glaube ich, genau 7 Pistons, ja. Okay, gut. Dann tue ich mal einen nochmal weg. Warum auch immer genau 7 Pistons, denn ich brauche eigentlich 6 und jetzt 7. So, Pistons. Wie dumm kann man eigentlich sein? Wieso habe ich so einen Denkfehler gehabt und gedacht, man braucht für 2 Türen 6 Pistons? Das ist total unlogisch. Egal. Ja, und jetzt könnt ihr nochmal, weil viele haben ja auch gefragt, oh, zeig mal, wie du die Pistentür gebaut hast. Ja, wie gesagt, ich erkläre es nochmal für die Leute, die jetzt neu eingeschaltet haben, bevor sie jetzt wieder rummaulen. Das hast du voll geklaut. Ja, diese Pistentür habe ich von Debito LP abgeguckt. Das ist so. Oh, ich habe hier gefailt. Da sage ich auch nicht, das stimmt gar nicht, ich habe die nicht abgeguckt. Ich habe die wirklich 1:1 abgeguckt, ne? Wie gesagt, denn ich finde, das ist die schönste Tür, die man bauen kann.
Und warum soll ich was Hässlicheres in meine Welt bauen, wenn ich nur schöne Sachen haben will? Das gibt für mich keinen Sinn. Und wer dann rummault, du hast das abgebaut, das ist voll böse. Denke ich mir auch so, okay, geistig behindert. Warte mal, doch. Okay. So, 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 so. So, denn ihr könnt dann jetzt nochmal, das ist dann jetzt praktisch ein Tutorial, wie ich das gebaut habe. Weil viele wollten das halt sehen und zeig das doch mal oder mach mal ein letztes Bild von deinem Haus. Aber da habe ich keinen Bock drauf, weil ich baue das ganz bestimmt nochmal neu. Und deswegen guckt jetzt einfach hierbei zu, passt auf, wie ich das baue, falls ich das hinkriege und dann könnt ihr das nachbauen. Aber ich garantiere nicht, dass das funktioniert, weil ich wahrscheinlich failen werde. Denn Redstone und ich, nein, das, wir sind keine Freunde. Ich würde sagen, ich fange unten mit der Scheiße an. Man kann das natürlich auch variieren, man muss nicht unbedingt 3 haben. Man kann von mir so sogar 1 machen oder 4 oder da kann man auch 10 lang machen oder so, was weiß ich. Je nachdem, wie man das haben will, ne? Aber ich denke, das wisst ihr selbst. So, und kann auch sein, dass ich jetzt total altmodisch baue, weil es gibt vielleicht schon neue Arten, die zu bauen oder so. Aber ich baue die jetzt lieber so, wie ich das gelernt habe. Und ja, nachher mache ich irgendwas falsch und da habe ich keinen Bock drauf. So weit brauche ich denn nicht. Da brauche ich jetzt erstmal überhaupt nicht. Man nehme Repeater. Ich weiß gar nicht, ob man kann da, glaube ich, auch normale Redstone-Dinger hinmachen, aber... Pfff. Kein Bock. Außerdem will ich das ja noch später einstellen, dann soll ja symmetrisch... Nicht symmetrisch, das soll synchron aufgehen. Genau, das soll symmetrisch aufgehen. So. Und so. Also so viel dazu, der Upload dauert... Falls jetzt die Leute schon gesagt haben, ist ja gar nicht mit dem Thema abgeschlossen. Der Upload dauert bei mir nicht mehr sehr lang. Eigentlich nur noch recht kurz. Und das ist auch sehr, sehr gut so, denn... Boah, das war so scheiße. Das war dumm. Ach komm, ich hab keinen Bock, was anderes zu verschwinden. Das war jetzt auch dumm, dass ich wieder die Axt weggelegt habe. Komm, ich sortiere das jetzt erstmal, bevor ich hier 10 Stunden rumhantiere. Das Schwert brauche ich jetzt erstmal nicht. Die Fackeln brauche ich jetzt erstmal nicht. Da brauche ich aber. Da brauche ich. So. Dann macht man das da dran, damit die ausgefahren sind. Aber ich kriege ja nochmal alles zusammen. Hier kommt dann, soweit ich weiß, nochmal ein Repeater hin. Ein Repeater hin. Ein Repeater hin. Dreimal. Okay. Dann kommt das da. Und hier dürfte dann. Wenn ich mich nicht recht täusche, genau. Oh. 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 Mir ist gerade mal aufgefallen, dass mein System mit dem Trennen von der Mitte dann ja gar nicht mehr funktioniert, ne? Scheiße, egal, ich baue jetzt erstmal die Türen. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr genau, wo man da am besten was hinbauen sollte, damit... Ich habe eh die Druckplatten vergessen, ne? Ja. Scheiße. Ah, dann lasse ich das halt erstmal so. Obwohl, nee, oder? Ja, ich baue erstmal weiter. Wo soll das denn hin? Da oder da? Ich mache erstmal da oben das. Ist nämlich auch ein bisschen kompliziert und verwirrend. So. Und während ich das da probiere zu bauen, kann ich hier nochmal ein anderes Thema raussuchen. Das sind jetzt keine wirklichen Themen, das sind eher so Fragen und Antworten, die ich hier mache. Da hat jemand geschrieben, sie... Ja, das ist, glaube ich, ein Mädchen. Sie erhofft sich, dass ich niemals ein so richtig großer YouTuber werde. Das hört jetzt vielleicht am Anfang böse an, aber ich lese mal weiter. Denn du sollst so bleiben, wie du bist. Und das schaffen die meisten großen YouTuber leider nicht. Also mach weiter so wie bisher. Nett. so total gerührt. Nett. Ja, also... Ich... Hab auch mal überlegt, was jetzt so wäre, wenn ich jetzt, keine Ahnung, so auf einmal so einen derben Hype hätte oder so, wie irgendwer anders und dann auf einmal, was weiß ich, 100 bis 300.000 Abonnenten hätte. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das so toll wäre, denn erstens, ist das dann vermutlich wirklich nur so, dass das kurz ist. Also das heißt, du kriegst 8 Millionen Abonnenten dazu, weil du irgendein Video hochgeladen hast. Das ist ja meistens wegen irgendeinem Video, was sich total rumspricht oder so. Und dann, ja, hast du halt einen Hype. Dich abonnieren die ganzen Leute. Oh, das ist voll geil, ey.
was aber bei mir, soweit ich denken kann, nie passieren könnte. Denn so Hype-Videos und so ein Scheiß entstehen meistens nur durch irgendwelche extremen